Ganz offiziell begann am 1. Mai mit einem Tag der offenen Tür die Saison bei der größten Rosensammlung der Welt im Europa-Rosarium Sangerhausen. Eine Fülle von Frühblütern und blühenden Sträuchern lud zum kostenfreien Spaziergang ein. Viele Besucher machten sich aber flugs auf zur Rosenarena, denn dort sollte traditionell die Krönung der neuen Sangerhäuser Rosenmajestäten erfolgen. Oberbürgermeister Sven Strauß begrüßte dazu die Gäste. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Sangerhäuserinnen, liebe Sangerhäuser, sehr geehrte Gäste, wir haben uns heute hier zusammengefunden und getroffen zu einer schönen Veranstaltung zur bevorstehenden Krönung unserer beiden neuen Rosenmajestäten und natürlich auch zur Verabschiedung unserer Rosenkönigin Julia der Ersten. Und natürlich möchte ich euch als Erste ganz herzlich begrüßen, Julia, Tina, unsere Rosenprinzessin, und last but not least Herr Grünberg, unser Geschäftsführer der Rosenstadt Sangerhausen. Musikalisch begleitet wurde die Veranstaltung durch die Band Tapetenwechsel. Dann war es an Julia der Ersten, der scheidenden Rosenkönigin, ihre Abschiedsrede zu halten. Sie verwies auf die vielen Höhepunkte in den vergangenen 2 Jahren, zunächst ein Jahr als Rosenprinzessin und jetzt in den vergangenen 12 Monaten als Rosenkönigin. Sie versäumte es nicht, den vielen Sponsoren und Unterstützern zu danken, die ihre Tätigkeit als Rosenkönigin erst möglich gemacht haben. Vom Oberbürgermeister, dem Geschäftsführer der Rosenstadt GmbH, Herrn Grünwald, und dem Bezirksleiter der ÖSA, Herrn Lubke, gab es dann noch Abschiedsgeschenke. Dann kam die große Stunde von Tina der Ersten, der noch amtierenden Rosenprinzessin. Für sie hieß es erst einmal, in das neue Rosenkönigin-Kleid zu schlüpfen. Sie wurde als Tina die Erste zur 18. Sangerhäuser Rosenkönigin von ihrer Vorgängerin Julia der Ersten gekrönt. Aber damit nicht genug. So wurde ja das Amt der neuen Rosenprinzessin frei. Und Moderator Andreas Mann stellte den Besuchern die Sangerhäuserin Angie Kaufmann vor. Sie konnte sich gegen 5 Bewerberinnen in einer Juryentscheidung durchsetzen und wird die künftige 8. Sangerhäuser Rosenprinzessin. Auch dafür hieß es zunächst umziehen, und dann war es Tina die Erste, die Angie die Erste krönte. Damit war diese Veranstaltung an ihrem Ende angekommen. Und Sangerhausen hat jetzt neue Rosenmajestäten.